Gut, man kann sagen jetzt Genauigkeit der Beobachtung, ja, dass ich sehe, wie funktionieren Menschen miteinander, ja, wie stellen die sich im Raum zueinander, ja, was ist in welchem Moment eines Dialogs zum Beispiel wendet sich jemand ab. Und ich glaube, dass man das spürt in Filmen, wenn das gut beobachtet ist oder wenn das gut inszeniert ist, wenn man merkt, da hat jemand den Menschen oder die Situation oder natürlich auch einen architektonischen Raum zum Beispiel, was auch immer, ein Bild verstanden. Ja? Und das würde ich vielleicht als Präzision bezeichnen. Die Kamera definiert das Verhältnis des Zuschauers zum Abgebildeten. Ja? Und sozusagen im ersten Moment ist eben der Regisseur der Zuschauer. Und insofern ist die Kamera ein Seismograph. Die Kamera ist sozusagen ein Gradmesser des wechselnden Interesses des Regisseurs für das, was er da sieht, oder des Kameramanns, je nachdem, wie nah die miteinander arbeiten. Und unser Verhältnis, also schauen wir von hinten, schauen wir von vorne, schauen wir weit weg, nah, ist ein Teil dieser ganzen Frage Präzision. Ja? Also sozusagen sind wir im richtigen Moment an der richtigen Stelle des Raumes und der Person. Das ist sozusagen natürlich im Film, der mit Licht und Schatten und mit Kadrage spielt, das absolute Herzstück der Arbeit. Was ich sehr oft reinschreibe, sind Blicke. Also weil ich denke, also gerade im Schauspiel sind im Film die Blicke eine der Hauptwährungen sozusagen. Ja. Und ich beschreibe relativ genau die Räume. Einfach im Sinne dessen, dass ich denke, dass auch der Leser dieses Drehbuchs versteht, in was für einer Welt man sich bewegt, dass man dafür so ein süffiges Gefühl kriegt. Ja. Was mir irre Spaß macht im Sinne von Präzision von Dialogen, ist, wenn ich zum Beispiel in der U-Bahn sitze oder so oder in irgendeiner Straßenbahn, dann ist es oft so, dass ich irgendwelchen Sachen zuhöre und die dann aufschreibe. Und daran merke ich immer, dass eben die natürlichen Dialoge ganz oft irrsinnige Brüche drin haben, die, wenn wir Drehbücher schreiben, wirklich viel Arbeit brauchen, sich die auszudenken, sozusagen. Ja? Also man ist immer geneigt dazu, Themen so fortzuführen und dann zu Ende zu bringen. Und das merkt man an schlechtem Dialogmanagement sozusagen im Drehbuch, wenn das so erst das eine und dann das andere und das nächste. Aber wenn dann plötzlich, in Wirklichkeit kommen plötzlich neue Themen auf, die Leute schweifen ab oder machen plötzlich eine 20-sekündige Pause und reden gar nicht mehr weiter, weil sie irgendwas anderes sehen. Ich glaube, man muss überlegen, welche Situation hat man in dem Film und was ist das, was der Film in dem Moment braucht. Brauche ich einen komprimierten Dialog, der irgendwas transportiert, oder kann ich mich so ein bisschen schweifen lassen und dann auch Brüche zulassen? Ich glaube, es gibt Sachen, die werden wirklich hergestellt. Ja? Also die sind im Buch als Pointe geschrieben und dann werden die auch als Pointe hergestellt. Da muss man genau überlegen, wann schaut er auf, wie sagt er den Satz, in welchem Abstand zum Satz davor oder was auch immer. Ja? Und dann gibt es Sachen, die passieren, also wo das Talent der Schauspieler die Pointe macht. Also da siehst du jemanden von hinten und da dreht er sich um und hat so einen blöden Gesichtsausdruck, ja, dass das einfach lustig ist. Ja. Es gibt Schauspieler, die das eher können und andere, die es weniger gut können, die da irgendwie eher eine Verhaltenheit haben. Und es gibt andere, die so ein ganz starkes Gefühl für Timing und für Komödie haben. Und in dem Moment, wo das so ist, hat man schon einen großen Prozentsatz sozusagen der Miete im Kasten. Die Präzision gibt es in jeder Phase auf eine unterschiedliche Weise. Aber der Schnitt, was der Schnitt hat, ist, dass er eine Form ist, wo im Grunde, wenn ich jetzt nicht irre viel nachdrehe, das Material vor mir liegt und ich dann überlegen muss im Grunde, und das ist etwas, was ich sehr mag, weil ich aus der Kunst komme. Und da ist es im Grunde auch so, ich habe einen Block von Ton vor mir, muss ich mir überlegen, was mache ich jetzt daraus? Oder ich mache eine Collage aus unterschiedlichsten Sachen. Und das ist sozusagen dann mein Material. Und ich bin da im Schnitt relativ extrem. Also ich fange dann an, den Film wirklich in alle Richtungen zu kneten, ja. Und versuche dann nochmal das Ende an den Anfang und alles anders zu machen, als es geschrieben war. Ich mache auch digital, ich zoome in Szenen rein oder tue irgendwelche Filter drüber legen. Ich fange an,
Szenen abzudrehen vom Monitor und schneide das dann rein. Oder ich, also das habe ich beim Räuber gemacht, da sind einige Sachen so entstanden. Oder ich versuche Personen wegzuretuschieren und sage, wie wäre diese Szene, wenn diese Person gar nicht da wäre und man die nur zwischen zwei Personen statt drei erzählt oder so, ja. Das ist natürlich vielleicht auch eine Präzision, dass man sagt, ich möchte jetzt mit diesem Material, was ich gemacht habe, sozusagen, was jetzt da ist, das finden, was am allerpräzisesten diesem Ding entspricht. Was ich daraus machen kann, das Maximum rausholen.